Hallo liebe Gartenfreunde, hier ist euer Heiko, der mit dem schwarzen Daumen. Damit meine Hühner an frisches Grün kommen, unternehme ich ja einiges. Zum Beispiel habe ich dieses Freigehege so konstruiert, dass ich es immer wieder umsetzen kann. Drei Felderwirtschaft sozusagen und es wächst immer frisches Grün nach. Zwischendurch gehe ich auch daher und das ist jetzt zum Beispiel Gelbsenf und gebe dir eine frische Ladung Grünes. Das reißen die mir förmlich aus der Hand. Heute möchte ich das Freigehege nicht einfach umsetzen, sondern großzügig erweitern. Im letzten Jahr hatte ich so, dass die Hühner im Winter über den gesamten Garten nutzen konnten. Und jetzt habe ich hier und da verschiedene Sachen angepflanzt. Und da sollen die Hühner dann nach Möglichkeit nicht hin. Was ich mir da ausgedacht habe, schau es dir gleich mal an. Erstmal verliere ich aber noch ein paar Worte über die Konstruktion dieses variablen Freigeheges. Die Elemente habe ich so konstruiert, dass die alle dieselbe Größe haben, 1,80 m x 1,80 m. Und immer an den Endpunkten habe ich hier die Möglichkeit, die mit einer Flügelmutter anzuschrauben. Das heißt, hier ist eine Schlossschraube angeschraubt, mit einer Mutter gesichert und jetzt kann ich das Seitenteil durchstecken und festschrauben. Und alle Elemente, die ich hier habe, haben dieselben Abmaße, sodass ich das jetzt auch beliebig erweitern und verändern kann. Also als solches, als Geflügelnetz habe ich das gekauft. 1,12 Meter die Gesamthöhe und da gibt es verschiedene Ausführungen. Ich habe mich jetzt für die Variante entschieden mit einem doppelten Spike, damit das entsprechend auch gut steht. Das Aufstellen ist wirklich einfach. Durch diese doppelten Spikes hält der Pfeiler auch gut im Boden. Nur sind meiner Meinung nach sehr wenige Stützpfeiler drin, vielleicht so alle 2 Meter. Und jetzt habe ich zur Sicherheit zusätzlich nochmal Metallstäbe mit reingesetzt. Und auch hier in dem Durchgangsbereich kann ich im Ruckzuck diesen Pfeiler mal rausnehmen, durchgehen, wieder reinstecken und zusätzlich mit einem Draht am Zaun befestigen. Da waren auch ein paar solche Spikes mit dabei, auch davon deutlich zu wenig, aber da gibt es ja für Vlies und dergleichen auch andere, sodass ich alle halbe Meter, so der Plan, hier alles nochmal mit Spikes unten versehe. Und jetzt bleibt nur noch eine unbekannte Größe. Sicher können die auch über den Zaun drüber fliegen. Die Flügel sind nicht gestutzt. Mal sehen, wann ich das erste Huhn wieder in den Bereich zurücksetzen muss. So, jetzt kommt der große Augenblick. Die Flügelmuttern werden gelöst. Das Freigehege wurde vergrößert. Ah, so sehen glückliche Hühner aus.